Ja, und Arbeit. Damit. Hallo, 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 ich bin mein Freund und herzlich willkommen zurück bei Emergency 4 Mats. V leicht wieder mal. Wir kommen von da, Status 3. Gepard, das und. Mach mal ein bisschen Krach. Tatütata, tatütata. Da fährt er dahin. So, gucken wir doch mal. Oh, der Patient liegt auf dem Boden. Oh. Das ist VU leicht? Also so wie das Auto aussieht, ist das schon ein schwerer Verkehrsunfall. VU leicht, sehe ich ja so an Ölspur, so Auto ganz leicht an ein anderes Auto gedacht. Dabei ist die Ölleitung gerissen und da ist ein Ölfleck. Wisst ihr, das ist VU leicht. Aber, naja, mal sehen. Ich glaube, das sieht sogar aus, als wenn wir einen Notarzt brauchen. Fahrzeug 24 gehört. Status 4. Komm mal ein bisschen dichter. Absitzen. Einmal bitte den Koffer. Einmal bitte den Koffer. Und einmal bitte das Teil. Komm. Pack aus. Geht doch. So, check. Mir ist so kalt, okay. Muss ich unbedingt liegen bleiben? Ersteindruck, Kopfplatzwunde und eine Fraktur, geschlossen oder Prellung. Personorientiert und ansprechbar, leichte Schmerzen möglich. Sie dürfen aufstehen, wenn Sie wollen. Das ist das Ding. Ich weiß ja nicht, wo der das hat, aber ich kann ihn gerne aufstehen lassen. So, du holst mal die... Ich packe ihn direkt in den Rettungswagen rein. Dann machen wir da den Rest, weil ihm ist kalt und er will nicht... Ja, ist, glaube ich, besser, wenn wir ihn jetzt direkt in den Rettungswagen laden und dann Blutdruck und so weiter messen. Aber er ist heute recht entspannt hier, ne? Ah, halt, stopp. Nein! Dankeschön. Einmal bitte das Zeug noch zurückbringen. Gut, jetzt nicht einsteigen. So, Patient. Einmal den Blutdruck, bitte. Blutdruck ist in Ordnung. Atmung ist normal. Temperatur ist auch in Ordnung. Sauerstoffsättigung 100%. Alles gut, wir legen mal in Zugang. Verbandstoff hatten wir schon. Gucken wir nochmal aufs EKG. Das ist auch in Ordnung. Gut. Fahrzeug 24. Denn einmal bitte Status 7 ins Krankenhaus. Und wir füllen das aus. RTW zum Transport, Notfalleinsatz. Keine Prellung, Fraktur, das leicht. So. Männlich. Das kann ich schon mal so weit sagen. Nein, falsch. Da wollte ich hin. Heiner Armleucht. Heiner Armleucht. Heiner Armleucht ist... Hallo? Er ist 49 Jahre alt und hat am 3.10. Geburtstag. Sehr gut. 3.10., Tag der Deutschen Einheit, ist ja auch bald. Nächste Woche Dienstag? Montag, Dienstag? Ah, fragt mich nicht. Irgendwann nächste Woche. 10. Gut, dann sind sie auch gleich am Krankenhaus. Zustand nach VU. Koplavu. Plavu. Und Prellung. Schrägstrich Fraktur. Können wir auch noch hinterschreiben. Klammer auf. Geschlossen. Klammer zu. Gut, wir sind angekommen. So, dann Fahrzeug einmal bitte 24 hört. Protokoll nochmal weg. Status 8. Absetzen. Und rinbringen. Guti. Auch das haben wir wieder geschafft. Sauerstoff sollte gut genug. Ah, den Blutzucker habe ich nicht gemessen. Naja. Kann ich das noch? Nee, ne? Ah, schade. Egal, wir drucken so.
War nur 02, weil wir den Blutdruck, den Blutzucker vergessen haben. Dort gemacht. Ich hätte so gefeiert, wenn das jetzt wirklich so gewesen wäre. Naja. Auf dem Weg. So wie es in der letzten Folge aufgehört hat, geht's ja jetzt scheinbar gleich weiter. Naja, was soll's. So, ich muss mal kurz husten. Oh. Hui. Naja. Meine Stimme. Eigentlich müsste ich wirklich Radiomoderator werden oder so. Bei meiner basslastigen Stimme könnte ich sogar die Nachrichten bei der Tagesschau moderieren. Oder was sagt ihr dazu? Nee, wohl eher nicht. Auf dem Weg. Los geht's. Aber ist ja egal. Bitte blockiert. So, gucken wir mal, was wir heute jetzt zu erzählen haben. Ja, langweilig. Kenne ich schon. Auf beiden Seiten mit bitte wenden. Ich freue mich schon, bald wieder schwimmen gehen zu können. Ist das nicht ein bisschen kalt? Hallo, wir haben Frühling, bald ist Sommer. Los geht's. Also, oh Gott, ich bin ja müde, oder was ist hier los? Die machen, was ich sage. Das ist auch immer ein geiler Spruch. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Naja, ich habe halt ein Gedächtnis wie ein Sieb. Was soll's, da kann man nichts dran machen. Gehirnjogging vielleicht. Sollte ich vielleicht mal ausprobieren. Ein bisschen laufen gehen mit meinem Gehirn. Oder mit meinem Gehirn Gassi gehen. kann man ja mal machen. Wieso auch nicht, ne? So. Ach ja. Jetzt haben wir schon wieder Donnerstag. Hört ihr mich überhaupt ordentlich? So ist, glaube ich, besser, oder? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, so ist besser. Oh, was eine Unverschämtheit. Da hustet der mit Play. Dann soll er lieber gar keins machen. Kann gleich ganz aufhören, wenn du krank bist. Verletzte Person, jetzt habe ich gar nicht geguckt. Bin unterwegs. Geil. Ha. Mist. Aufgaben. Fahrzeug 24 Mass gehört. Wo ist denn die Masseiker Straße, Alter? Masseiker Straße. Ach da. Okay. Also hier quasi, ich höre sie auch schon. Ah Mann, jetzt habe ich den nicht markiert. Fahrzeug 24 hört. So, fahr mal los. Status 3. Ein bisschen flott, Blaulicht und Tatüdelta. So, dann gibt's sie bestimmt hier auf dem Parkplatz. Ja, da. Habe ich's mir doch gedacht. Ich kenne doch meine Gegend hier. Ich kann zwar die Straßennamen noch nicht ganz auswendig, aber ich kenne doch meine Gegend. So, dann sind wir da auch gleich da. Ich trinke mal in der Zwischenzeit einen Schluck, bis der RTW hier ist. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Wenn ja, ist es mir auch egal. Weil jetzt habe ich schon gemacht. Da kommt der an. Fahrzeug 24 hört. Finde ich ja ganz cool. Ey, du. Was ist denn heute los? Wieso stürzen die alle oder verletzen sich? Das geht ja gar nicht. Ist denn Arbeit? So. Los geht's. Nein, der Auf hat den Weg. Oh. Leute. Dort gemacht. Macht doch mal eure Arbeit schon unterwegs, richtig. Dort gemacht. Welchen Koffer musst du holen? Den Lungenkoffer. Okay, macht nichts. Checken können wir in der Zwischenzeit trotzdem schon mal. Mir ist so kalt. Gut, dass sie endlich da sind. Ja, wir bringen sie gleich in den RTW. Dann wird das schon wieder. Fraktur geschlossen, Prellung. Personenorientiert und ansprechbar. Dort gemacht. Leichte Schmerzen möglich. Okay. So, denn einmal Wunden hat sie ja nicht. Aber ich werde trotzdem einmal bitte das Stiffneck anbauen. Oder die HBS-Immobilisation. Halswirbelsäulen-Stabilisierung quasi. Also, dass sie immobilisiert wird, damit da nichts passiert, falls da schon was kaputt ist. Temperatur 37,3. Ja, fast subfibril, aber nur fast. 99%, dann geben wir noch sicherheitshalber ein bisschen O2. Gucken einmal aufs EKG. Ach, ich habe gar kein EKG da. Ha! Ja gut, dann kann man auch nicht aufs EKG gucken. Du bringst das weg und holst dir den Stuhl. Und du versuchst mal aufzustehen. Danke. Ah, dass sie sich hier verletzen? 2 Folgen lang nur Verletzte oder was ist das hier jetzt? Das geht ja gar nicht.
Bin so, unterwegs. Bringen wir mal rein. Ihr beide bin unterwegs. Eure dort gemacht. Körperlines weg. Ich juck mir in der Zwischenzeit am Ohr. Und ihr könnt wieder auf einsteigen. Weg. Fahrzeug 24. So. Status 7. Oh, falsch. So rum. So, mach mal bitte das Patientendings auf. RTW zum Notfalleinsatz, keine Erkrankung. Prellung, Fraktur, leicht ins Krankenhaus. Guti, wie heißen Sie denn? Vanessa Hack. Vanessa... Oh, ich hab wieder nicht getroffen. Vanessa... Hack mit Doppel-A und sie war 32, wenn ich das richtig gesehen habe, ne? Ich glaube, ich habe es nicht richtig gesehen, oder? Oh, doch, cool. Hahaha, 26.05. Ja, 26.05. So, und ja, Fraktur. Fraktur. Geschlossen war das, ne? Geschlossen. Schrägstrich. Prellung. Gut. Achso, da muss noch... Halt, stopp. Da, hier, nee. Hier. Da muss noch so ein Ding hin. Gut. Soll reichen. Vorerst. Jetzt muss ich die Status 8 drücken. Hört. Status 8. Fahrzeug absetzen. 24 hört. Und Rillen hört. Rettungsstelle. Rettungsstelle. Heißt das nicht Notaufnahme eigentlich? Also ich kenne das ja unter Notaufnahme. So, ich bin zufrieden damit, würde ich sagen. 42, 3 Minuten Ausrückezeit. 5 Minuten Anfahrtsweg bis da hinten. Wir brauchen bis hier 5 Minuten und bis da 5 Minuten. Ne, warte mal. Status 4.5. Ja, dann haben wir sie 10 Minuten behandelt, dann schon gleich aufgenommen. Ja, und 10 Minuten, na, 8 Minuten Rückweg. Ja, ohne Blaulicht, gut. Oder ohne Sonderrichte. So, Einsatzprotokoll ausdrucken. Mal gucken, was das diesmal wird. Bin das gar nicht mehr gewohnt, so viel zu reden. Na, 1, ja, was will man anderes erwarten? Sehr schön. So, jetzt könnt aber auch mal... Rettungssanitäter, Rettungsassistent... Stell dich mal nicht da. Haben wir heute noch gar nicht gebraucht, den netten Herrn. Der Sanitäter, ja, du langweilst dich da, oder was? Fahrzeug 24 Status 2. Sitzen. Schon unterwegs. Wird gemacht. Bin unterwegs. Tür blockiert, ja, ich weiß. So, jetzt. Los geht's. Schon unterwegs. Das ist auch doof. Da kommt nach einer Zeit immer bloß noch das Gleiche. Das ist auch doof. Ah, das ist wieder Quarkspeise. Hallo, ich soll mich hier melden. Ich bin Ihr neuer Praktikant. Ja, schön. Das freut mich. Man könnte ja auch mal... einen Mülleimer nach Flaschen suchen oder was. Nein, das machen wir jetzt nicht. Aha. Die fahren alle hier durch und parken hier. Oder wo kommen die? Ne, die zwängen sich hier durch, hier lang und dann parken sie hier. Was steht da? Rettungsdienst. Cool. Okay. Aussteigen. Da ist gar kein Personal drin. Das kann gar nicht aussteigen. Das ist so kacke. Los geht's. Ey. Herz NEF 1 auf dem Weg. Am Bahnhof Stadtpark Herzinfarkt. Okay. Wir sind auf Anfahrt. So, geht los. Zack, zack. Status 3. Tatütata. So, du machst dein NEF fertig. Ist in Arbeit. Wird umgehend durchgefahren. Stadtpark am. Warte, stopp, der Stadtpark am. Hier irgendwo, ich höre den doch schon. Da liegt der. Also fahren wir nach hier. Notarzt einsatzbereit. Komm ran hier, Notarzt. Fahrzeug 16 hört. Hoppel, galoppel.
Zacke, zacke, zacke. Status 3. Hat er auch Press gehört? Ja, hat er. Aber da finde ich das... Das hier ist hässlich. Da ist Pressluft wirklich schöner. Aber das andere finde ich gar nicht mal so verkehrt. Pressluft, nichts geht natürlich über Pressluft. Aber das hier finde ich eigentlich auch ganz in Ordnung. Muss ich ja ganz ehrlich gestehen. Ne? 24 hört. Absitzen. Ich bin du Arbeit. Den. Du den. Wird gemacht. Du den. Fahrzeug 24 hört. So, kompakt den Defi ein. Ist okay. Wird gemacht. Und hoppelgaloppel. Fahrzeug 16 hört. So, los ich geht's. Bin Arbeit. Check. Direkt den Oberkörper hoch. Übelkeit und Erbrechen. Keine Verletzung. Person desorientiert und verwirrt. Starke Schmerzen. Guti, wir messen als erstes mal den Blutdruck. Was sagt er? Ist gerade noch so in Ordnung, aber als erstes hätte ich gerne. Paspertin, das müsste das sein, genau. Achso, ja. Zack. Die Ringer gleich ran. Können wir gleich hier nochmal machen. Jetzt hätte ich gerne einmal das. Übelkeit nimmt ab, kein Erbrechen mehr. Sehr schön, das gefällt mir doch schon mal. Dann hätte ich gerne starke Schmerzen, haben sie gesagt. Ne? Ich gucke mir mal das EKG-Bild an. Okay. Herzfrequenz 80. Ich brauche nochmal die Sauerstoffsättigung. 71, okay. Direkt Sauerstoff ran. Geht auch immer, BZ messen wir und das haben wir, das haben wir, das haben wir. Guti, denn... Ja, stark, ich würde... Gerne ein bisschen starkes Schmerzmittel würde ich ja ihm geben. Aber ich habe keine Lust, ihn unnötig zu riskieren. Wir gucken. Schon Defi, unterwegs, wird gemacht. Springen wir schnell weg. Und hol mal die Trage. Ja. Wir können ihn ja. Eigentlich, nee, ich muss. Ich muss. Ich muss eigentlich. Aber dazu müsste ich ihn erst runterfahren. Ach, ich weiß nicht. Also, ich überlege gerade, ob ich ihm ein bisschen Morphium spritze. In Ordnung. Haben wir noch was anderes? Wir könnten noch Fentanyl. Aber das macht bewusstlos und Atemstillstand. Bei Morphium haben wir nur den Atemstillstand, ne? Nee, wir geben ihm ein bisschen Morphium. Obwohl Morphium ist ja ein extrem starkes. Also. Ich weiß nicht. Bisschen Fentanyl. Ich glaube, ich werde auf Morphium setzen. So, allesamt in die Rettung sollen. Hoppelgaloppel. Ja, du bringst gemacht. Vorher deinen Kasten noch weg und du bringst vorher deinen Kasten noch weg. Guck mal, er geht ganz gechillt hinterher. Auf dem Weg. Ganz chilly-milly. Zack, eingestiegen. 24 hört. So, Patient. Ja, komm. Sehr gut. Haha. Jetzt müssen wir die Atemgeräusche überwachen. Atmung normal, Sauerstoffanreicherung. Okay. Fahrzeug wir fahren. 24 hört. Status 7. Ab geht der Peter. Fahrzeug 16 hört. Fahrzeug 16 hört. Achso, der muss erstmal einsteigen. Fahrzeug 16 hört. So, ab ins Krankenhaus, Status 7. So. Und ich wundere mich hier. So, dann streiten wir mal ein bisschen Protokoll. RTW, NEF, Beitransport, Notfalleinsatz, Kardiologie, keine, stark ins Krankenhaus. So, dann versuchen wir mal noch herauszufinden, was RCS ist. Ingo Domberg. Ingo. Ingo? War das Ingo? Sicher, dass das Ingo war?
Ingo Domberg, ja. Dom. Anton. Ingo Domberg. So, dann noch einmal bitte das Alter. 38. Ja, das ist auch noch echt jung. 27.10. 27.10. So, ja, Herzinfarkt. Bleiben wir bei. Schreibe ich nichts weiter zu. So, wo ist er denn jetzt hier? Da. Fahrzeug 24 Status hört. 8. Fahrzeug 6 Status hört. 8. Fahrzeug absetzen. 24 hört. Zack, zack. Auf dem ab Weg. Dafür. Fahrzeug 16 hört. Du kannst direkt Status 2 drücken. Und absetzen. So, damit bin ich soweit zufrieden. Schon unterwegs. Wird gemacht. Eine 2 für einen Herzinfarkt. Geil. 9 richtige, 0 falsche. Sehr schön. Ist denn Arbeit? Für einen Herzinfarkt mit 2? Finde ich gut. Reicht. Reicht mir. Vielleicht hätte das Morphium noch ein bisschen mehr geben können. Also bei starken Schmerzen immer Morphium. Fentanyl? Weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht. Bei Morphium macht das immer Plingeling. Also wird das schon richtig sein. Ne? Oder was sagt ihr dazu? Na gut, meine lieben Freunde. Nach diesem Herzinfarkt verabschiede ich mich von euch. Und ja, eine Folge mache ich noch. Für Samstag die Folge. Bis dahin, haut rein. Tschaukowski.